Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic zusammen mit Civic und wir haben noch einen Gast mit dabei. Yay! Den Sven. Hi! Ja, wollen wir oder was? Wir wollen sowas von IU, sieht aber stylisch aus. Aber, ach, du bist ein Ich hab Sith, noch dich mag Waffen. ich irgendwie nicht. So, komm, jetzt lass uns ein paar Mandalorianer schlachten. Gerne. Lass mich mal so betreiben. So, in der letzten Folge sind wir hier auf der SLS angekommen und jetzt geht es gleich darum, hier diesen mandalorianischen Söldner zu besiegen. Ja, und den Eisenfaust. Ujinju habe ich getroffen, als ich auf meinen Quartieren übernachtet habe. Und er hat uns. Was denn so Und er hat leise? uns gesagt, komm, dann begleite ich euch auf eurer gefährlichen Mission. Okay. Übrigens auch noch nicht zu wissen, ein Also nochmal Member zur unserer Erklärung für die Leute, Rebgilde. die das Spiel nicht kennen, können jetzt quasi nochmal ein Doppellichtschwert geben. Oh. Wer ist jetzt noch da? Dicke! Oh. Ja, Leute, an der Stelle ist der Sven gerade aus dem TS rausgeflogen. Wird aber gleich wiederkommen. Ja, sollte gleich wiederkommen. Ich kann mal Wir kurz was nachgucken, was mich gerade interessiert. machen wir den Bonus mit Aradon. Ja, können wir machen. Bringt ja letztendlich nur Erfahrungspunkte, von daher. Ich habe sogar noch einen Erfahrungsschub, den kann ich mal anschmeißen. Ich habe auch schon einen aktiviert. Krieg ich nochmal 25% mehr, oder wie viel war das? Ja. Sehr gut. Weiß wieder mit Steinen. Es ist schön. Das sagst du auch in jeder Folge. Ja, guck mal. Also. Hallo. Und da ist der Sven wieder. War die ganze Zeit schon dort. Du bist gerade getimeoutet. So bin ich getimeoutet. Im TS bist du getimeoutet. Okay. Ja, hast du das gar nicht, Naja, hast das aber gar nicht, wir freuen uns, dass du wieder da hast bist. das gar nicht mitbekommen oder wie? Nö. Hat mir nicht angesagt. Hast du es noch gehört? Von Civic habe ich ihm gerade gesagt, dass das so ein bisschen abgehakt war, was er gesagt hat. Aber wenn ich ein Timeout hatte, ist das klar. Ja, bei uns warst du nämlich gar nicht mehr im Channel drin. Ach so. Na dann. Ich habe aber jetzt nicht irgendwie selbst reconnected, dass er davon alleine geschafft. Naja. Ja, wie gesagt, unser TS-Chef mag mich halt nicht. Nee, der war sogar diesmal noch da. Oh. Naja, und was man jetzt auch noch sagen kann, falls ihr gleich eine weibliche Stimme hört, erschrecken, Dann das ist das Steffi. gehört zu Sven. Ist das meine Freundin? Ja, genau. Die letztens den Stream gesehen haben, die werden Steffi auch kennen. Eine Wahrscheinlich. sehr nette Dame. Ach nee, die war gar nicht Ja, mit da. eigentlich sollten die den Stream geguckt haben, die auch kennen. Ja. Eine sehr liebenswerte Frau, mit Also der ich jetzt mich den sehr gut Stream von Roh, verstehe. ne? Weil bei deinem Stream war sie ja nicht mit dabei. Ja, der Stream, den wir morgen wahrscheinlich machen, aber die Folge kommt ja dann erst die Woche drauf. Von daher, ja. Okay, Der ja. Link, der, der Guck Link mal, der zum, kommt der dich. Link zum Twitch-Kanal wird in der Beschreibung dann auftauchen. Da bin ich auch wieder bei. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr endlich auftauchen würdet. Das ist alles? Mehr sind nicht gekommen? Dann fangt an. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Vaporisieren wir diesen wertlosen Abschaum und dann zurück an die Arbeit. Aber wollen wir mal sehen, wer hier wen vaporisiert. Guck mal, ich kann die Macht betäuben. Wow. So, mandalorianischer Veteran. Naja, sonst halt nur Mandalorianer. Ja, der ist auch jetzt schon tot. Ging mal schnell. Und Level 14. Da geht's jetzt. Danke.
Warte, ich will noch kurz looten. Freut ihr euch dann schon auf das Update? Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, mir bringt es nicht sonderlich viel. Warum nicht? Als Bevorzugter? Ja, hol dir doch Abo. Habt ihr irgendwelche Reserve? Wenn es dann soweit ist, dauert ja noch ungefähr. Ja, haben wir. Aber Monat. Das ist unsere einzige Chance. Ihr müsst auf Groß Moff Kilruns Schiff und den Fangstrahl ausschalten, damit wir entkommen können. Keine Ahnung. Wenn die Leute auf diesem Schiff nur so zu retten sind, dann tue ich es. Wir verlassen uns auf euch. Ich kenne Kriegsschiffe wie Kilruns. Die Fangstrahlsteuerung sollte leicht zu finden sein, wenn man weiß, wonach man sucht. Botschafterin, ihr seid mit dem Aufbau vertraut. Vielleicht solltet ihr mitfliegen und bei der Deaktivierung helfen. Wir brauchen jeden erdenklichen Vorteil. Das ist viel zu riskant für euch, Botschafterin. Ihr bleibt hier. Nein. Wenn es eine Chance gibt, dass ich helfen kann, dann müssen wir es tun. Botschafterin, bevor ihr geht, nehmt euch eine Uniform. Schließlich sollen euch die Imperialen nicht erkennen. Guter Vorschlag, Commander. Danke. Dann wollen wir mal. Viel Glück da draußen. Wir alle zählen auf euch. Ja, ja, du Schmalzlappen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie mag ich die Black Talon lieber wie den Flashpoint. Ja, naja. Hey, wartet eine Minute. Ich muss mit euch sprechen, bevor ihr geht. Ich habe eben mit Salin aus dem Technikbereich gesprochen. Er hat mir erzählt, wozu euch Azara da unten bringen wollte. Danke, dass ihr sie aufgehalten habt. Unschuldige zu opfern ist falsch. Aus welchem Grund auch immer. Ihr habt euch für das Leben meiner Crew eingesetzt. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn das ein Sith sagt. deswegen muss ich gerade lachen, sorry. Ich habe nachgedacht. Ich glaube wirklich, dass dieser Plan funktioniert. Spielst du denn eigentlich auf hell oder auf dunkel? Hell. Dass wir alle sicher nach Hause kommen. Wir dürfen den Imperialen keinen Grund geben, uns zu verfolgen. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt hier natürlich auf dunkel und die da lassen wollt, dann habe ich da vollstes Verständnis für. Nee, nee, wir spielen auf hell, also ich zumindest. Was Civic macht, das wenn weiß ich nicht. Wenn ihr etwas zu sagen gibt, dann raus damit. Ich möchte, dass ihr Azara auf dem Schiff des Großmoffs zurücklasst. Da der Fangstrahl deaktiviert ist, können wir entkommen. Aber Kilruns wird uns wieder aufhören. Aber das war ja wieder klar, dass ich bei der Stelle natürlich das Würfelglück auf meiner Seite habe. Solange Azara auf diesem Schiff ist, sind alle an Bord in Gefahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe es satt, unser aller Leben für diese Frau zu riskieren. Lasst euren Zorn auf die Botschafterin nicht euer Urteil trüben. Mein Urteil ist nicht getrübt. Es muss getan werden, da bin ich mir sicher. Denkt doch mal nach. Ich würde euch auch die Mühen vergelten, wenn es nach meinen Vorstellungen läuft. Oh nein, jetzt schreibt mich wieder Wander auf den TS an. Ich habe euch schon zu lange aufgehalten. Viel Glück. Der auf dem TS? Ja, der ist unten im AFK-Bereich. Oh, falsche Richtung. Wann denn noch vom Channel? Was? Nein. Achso, kannst du ja eh nicht hören. Nee, ich sag's dem später, dass er mich nicht hier ständig anschreiben soll. So, jetzt kommen wir auf das imperiale Schiff. Uiuiui. Naja, zu dritt plus Gefährte sollte das nicht kontrollieren. Eigentlich nicht. Ich hasse diesen Abflugsort. Aber hat natürlich was, wenn man hier auf so einem schönen imperialen Schlachtschiff rumläuft. Ich mag die Bauweise von denen ja immer noch. Ja, was schade ist, dass die Bauweise immer gleich ist. Das stimmt. Die republikanischen Schiffe sehen zum Beispiel alle anders aus. Ja, Mai, die sind halt in die Massenproduktion übergegangen. Silvik, schreibst du mich gerade an, während der... Solltest du nachher lesen. Das
Ich habe immer meinen Spielsound leiser gestellt, weil ich jetzt nicht weiß, ob der mein Mikro das auffängt. Also ich habe nichts gehört, aber pass auf, dass du den Abstand zum Mikro nicht veränderst, damit du nicht zu leise wirst. Habe ich nicht. Only you. Genau, so wie Silik musst du das machen. Was genau so wie Silik? Dann bist du nicht, dann bist du auf jeden Fall laut genug. Okay. Nein, das Problem ist, wenn ich zu laut spreche, dann puffert doch mein Mikro da runter. Bin ich automatisch wieder leiser. Oh, shall not pass. Da mache ich dich jetzt lauter, so. Ach doch. Ja, hat bloß nichts gebracht. Wieso? Klingt immer noch genauso wie vorher. Na toll. Not pass. Warte mal, ich kann das schnell mal nebenbei machen. Ja. So, besser? Nee. Okay, dann weiß ich es auch nicht mehr. Warte, ich... Wie rutsche ich jetzt denn nicht da? Muss ich wieder mit meinem Mikro kuscheln. Frag mal das Mikrofon ganz nett, ob es ein bisschen, körperliche Nähe erfahren darf. Oh. Ja. Emperor's Glory ist ein schöner Name für ein Schiff. Ja. Ach, ihr haut noch die Soldaten hier um. Oh ja. Was heißt Soldaten? Das sind eigentlich nur Druiden. Oh, schreibt mich der Wanderer schon wieder an. Ich krieg die Krise. Wartet mal bitte kurz. Jetzt kam er zu spät, jetzt war es weg. Ne, jetzt ist er schon. Jetzt ist er schon weg. Achso. Vor allem, ich habe dem Mann da so gesagt, ja, könnte eine Stunde dauern, danach können wir mal kurz reden. Hat er gesagt, ja, kein Problem. Ich habe doch heute eh Zeit und jetzt ist er weg. Leute. Wir müssen schon hier hoch zur Konsole. Ich würde mich mit dem gar nicht abgeben. Wir müssen schon hier hoch zu der Konsole, ne? Ja, ich weiß, sagt das Civic, der war weg auf einmal. Ich bin ihm nur unauffällig gefolgt. Direkt schätze endlich mal. Nun, ich habe ja schon ein paar unglaubliche Dinge gesehen. Aber ihr seid wahrhaft Platz 1 auf der Liste. Verzeiht, dass ich euch nicht persönlich begrüßen konnte. Hättet ihr mir doch gesagt, dass ihr vorbeikommen wollt. Euer Spott ist zwecklos. Wir geben nicht auf, bis die Esslers frei ist. Ihr macht mich traurig. Auch meine Herzlichkeit hat ihre Grenzen. Meine Männer werden bald hier sein, um euch zu der von mir arrangierten Unterkunft zu begleiten. Achtung, der Sif spricht gleich. Viel Glück bei allem. Nein, nein. Ihr geht nirgendwo hin. Eisenfaust war weder die einzige Waffe in meinem Arsenal, noch die tödlichste. Auf bald. Auf wenn man überlegt, bald. Dass da jetzt gerade stand, ich gehe dann mal im Text, was ich angeklickt habe, und er sagt dann einfach nur sowas ähnliches wie ja, einen schönen Tag noch. Ja, manchmal weiß man irgendwie nicht so recht, wie die Texte da gemeint sein sollen. Ah, wie ja. Da stehen. Fänd's cooler, wenn er das gesagt hätte, was da auch stand. Ja. Naja. Oh, naja. Geilste finde ich ja bei der Black Talon, wo man dann sagt, seid ihr so hässlich oder ist es so, oder liegt das in, ist, gibt es einen Fehler im Hologramm? Ich weiß auch nicht warum. Ich habe bei der Erweiterung von SWTOR irgendwie ein schönes, mein Lieblingszitat von Senja Tiral. Eine ausgezeichnete Frage. Achso. Ich mag das irgendwie, wenn sie das sagt. Keine Ahnung. Und wenn mich einer irgendwas Dummes fragt, dann benutze ich das auch. Also sagt uns das jetzt so öfters mal was Dummes fragen, damit ich das mal höre. Naja. Ja, nein. Quatsch.
Jetzt sieht ihr das erste Mal, wie ich mich halte. Ja, muss ich die Kamera nur dahin ziehen. Okay. So, meine Damen und Herren, sehen Sie hier die Vorstellung mit Jedi Ailo. Wie sie die helle Seite verwendet, um sich zu heilen. Warte, Silvik, warte. Okay, das ist gemein zu verteilen. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja, ja, das. Der Silvik freut sich, dass er sich geheilt hat. Was sagst du, Sven? Ich sag, der Silvik freut sich, dass er sich geheilt hat. Das ist auch herrlich. Ja. Hauptsache, ich heile euch nicht. Genau. Und wirfst mit Steinen. Hier wird unser Bewertung. Schlachtschiff, Kampfdruide. Die bunte Steine. Level 15. Da geht's nett. Danke. Ich fühle mich irgendwie so overpowered mit 23. Overpowered, ja. Wow. Energiekern. Das ist ja kernig hier. Oh nein. Also an der Stelle gehen dann mal liebe Grüße an Roh raus, weil für schlechte Witze ist der ja nicht gekommen. Den Roh kennt bloß noch keiner hier auf dem Kanal. Hm. Das ist auch ganz gut, das denke ich mal. Wo ist der eigentlich doch, heute? Wer den Stream gesehen hat von ihm, der kennt ihn auch. Ja, aber der war ja... Da sieht man ihn sogar auch noch, was auch noch nicht so nett ist. Civic, du weißt schon, ne? Unter Umständen sieht Roh das. Also Civic, ich kann mich dran entsinnen, dass du letztes Mal ja noch gesagt hast, so scheiße sieht das dann doch nicht aus. Nein, und Roh weiß auch. Roh und ich machen gerne Späße über unser Aussehen. Roh versteht das schon mal. Aradon, gehen wir rüber auf die andere Seite, oder? Ich wollte eigentlich ursprünglich die Quest hier machen, aber... Man kann den nur überladen. Kann man? Ja, kann man. Der Bonus ist ja schon fertig. Was? Guck mal bitte. Wieso ist der fertig? Man musste doch... Okay. Früher musste man auf beide Seiten so den Scheißhebel machen. Ja, früher. Damals. SWTOR heute ist um einiges besser. Ja gut, ich habe das Ding auch schon seit, was weiß ich, gefühlt Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Wie also das? ISS 7 Kampfdruidenhüter. Ja, das ist nett. Na gut, da kann er... Ich weiß vielleicht an der Stelle, wenn man einen Tank spielt, sollte man, solange wie der hier steht, ihn nicht anspringen, weil ansonsten landet man nämlich durch die Karte durch und landet unten drunter. Klasse, hört sich super an. Mhm. Egal. Finde einen Fluchtweg. Okay. Ich hab nie bemerkt, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ihr lasst mir wirklich wenig Angst da. Einfach runtergeschmissen. Nein, da ist erst der ISS 994 Energiedruide. Ja, macht ruhig, ich komm gleich. Oi, oi, oi. Hä? Macht der Schaden? Oh, der macht... Du doch an meinem Leben! Ja, der macht echt viel Schaden, oh Gott. Die erste Herausforderung. Okay, weg war er. Und schon, ist er umgekippt. Ich hab Armschienen bekommen. Und jetzt, damit wir jetzt hier nochmal loswerden, Leute. Leute, kauft euch alle FIFA 20. Was? Es ist heute rausgekommen. Okay. Eingefroren.
Der Weg betreibt ein bisschen Werbung für FIFA. Ja, klar, immer. Welcher Volli? Das warst du, du wurdest angegriffen und ich habe abgespottet. So. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht mehr so ganz auf das eingehe, was hier im Spiel passiert, aber mit drei Leuten jetzt schon im Channel wird es halt immer ein bisschen. Ne? Aber wir haben nicht aufgenommen. Nein, das war doch jetzt kein Vorwurf, ich wollte es nur. Nein, ich wollte dir auch nur sagen, dass wir dich immer unterstützen. Das freut mich. Deinem langen Weg zu YouTube. Ja. Langer, weiter Weg. Einfach, aber in 2 Jahren gehst du auf die Gamescom und hast 1 Million Abonnenten. Ja, mal gucken, ne? Ja, pass mal auf, ich muss nur meine Facecam anmachen, dann kommen die alle. Okay. Nee, Quatsch. Wobei ich sie vielleicht bei einem Stream bald mal echt anmache. Oi, 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 dann sehe ich den nachher noch nie mal live. Ob ihr es glaubt oder nicht, Aradon und ich kennen uns jetzt schon sehr lange auf über TS und ich habe noch nie sein Gesicht gesehen. Doch, doch. Du hast doch gesehen, hast es doch. Ja, auf Fotos, aber noch nicht in Real Life. Auf Fotos, aber nicht in Real Life, muss ich das verstehen? Nein, ich habe dich noch nicht in Fleisch und Blut gesehen. Ja, ich dich auch nicht. Aber das werde ich ja jetzt, wenn ich den Stream gucke. Ja, relativ, ne? Du kannst es auch mal machen, dann sehe ich dich dann auch noch. Ah, da hört man schon im Hintergrund was husten. Willst du denn gleich das Husten von Steffi? Willst du denn auch mal demnächst streamen, Civic? Ich werde definitiv. Ja, sehr gut. Wenn ich mich in das Programm des OBS reingefuchst habe. Also du, ne? Ich habe jetzt schon einen Stream gemacht, ich weiß jetzt, wie das alles funktioniert. Ich kann dir das nochmal ein bisschen, ne? Also wenn du noch irgendwas wissen willst. Ich weiß jetzt. Wunderbar. Ich weiß jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Alles, was man braucht, um zu streamen. Zack. Man muss es noch nicht mal schneiden, das ist auch noch das Geile. Müsst ja, gut. Ich muss mal wegklatschen, bevor ich draufhauen kannst. So. Sind wir schon wieder an der Fähre angekommen? Und was man nicht vergessen darf, ihr seht ja vielleicht, dass unter dem Namen von Sven ein Name steht. Das ist unsere Rap-Gilde. Zu der werden wir aber später kommen, noch im Laufe des letzten. Genau, da wird auch nochmal ausführlich was zu erzählt werden. Also, schon mal ein bisschen was in Vorstellung von der Gilde. Oh, bitte nicht alle gleichzeitig reden. Dann nimm erst Sven, du hast den Vorteil, du bist älter. Ich dachte gerade, sind eure Chars noch nicht bei uns in der Rap-Gilde drin, oder wie? Nein. Nee. Aber wir hatten auch nicht vor, die schon in die Rap-Gilde zu packen, weil sonst kommen ja immer die ganzen Gilden-Chat. Verstörende Nachrichten im Gilden-Chat. Genau. Alter, was haben wir hier eigentlich für einen Sith-Lord stehen? Wenn es ein Lord, ja. Wenn es ein Lord ist. Noch ein Schüler? Ich weiß es nicht. Seid gegrüßt. Da meldete sich Steffi zu Wort. Endlich. Ein echter lebendiger Jedi. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Ein wahrer Bock heißt der einfach lange nur. Ohne echte hey, ist Bock nicht auch ein Gewürz? Nein, ein Wok ist das, wo die Chinesen ihr Essen drin kochen. Stimmt! Eine Pfanne, sozusagen, bei denen. So eine etwas höhere und rundlichere. Ich hoffe, ich darf nicht. Das war's dann. Gut. Der Tod wird mich niemals überraschen. Ich bin der Tod. Entschuldigung. Einen gefährlichen Feind zu zerstören, das ist der Weg eines wahren Sith. Wenn ich euch das Herz aus der Brust schneide, werden eure Jedi-Gefährten eure Niederlage spüren. Und mein Meister auch. Ihr müsst nicht dem dunklen Weg folgen. Ihr könnt immer noch den Frieden anbrechen. Das von einem Sith zuhören! Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Seid ihr bereit? Ja, Aradon, du schneidest das Video ja noch, ne? Ja, aber viel werde ich nicht rausschneiden. Bis jetzt habe ich nichts, was ich rausschneiden muss. Ja, die Kommentare kannst du aber gerne rausschneiden. Nö, nö. Die lasse ich sowas von drin. Warum denn?
dir, ey, das ist nicht wahr. Ben, was macht denn deine Freundin? Frau. Frau, Entschuldigung. Rat, weiß ich gar nicht wo. Es war, hat sie bloß Husten gehört im Hintergrund. So, da ist die. Das chinesische Küchenutensil auch gleich besiegt. Hey, ich hab ein Lichtschwert bekommen. Okay, dann auf wieder zurück zur SLS. Na los, ab in die Fähren, wir müssen uns beeilen. Wenn wir schnell genug starten, können wir es vielleicht schaffen. Seid ihr bereit? Erster Offizier Haken wünscht nicht, dass ihr von dieser Mission zurückkehrt, Botschafterin. Er glaubt, ihr würdet nur noch mehr Ärger machen. Soll das ein Scherz sein? Dieser rückgratlose, unentschlossene... Er will, dass ihr mich den Imperialen übergebt? Unglaublich. Nach allem, was ich getan habe, um sein Schiff zu retten. Allem, was ich für die Republik getan habe. Dieser Anschau will mich tatsächlich an das Imperium verraten. Moment. Ihr habt doch nicht etwa zugestimmt, mich zu... Rick, lass deine Tastatur leben. Das war ich. So. Ich würde euch niemals zum Sterben zurücklassen, Asura. Gut. Ich wollte... Das ist gleich so ein Running Gag hier. Antworte doch am besten nicht. Ich glaube, ich lasse es auch bleiben, du. Ah, das ist Chef, da ist Chef. Die ganzen scheißfreundlichen Antworten. Hey, hallo. Was meinst du? Meine lieben Zuschauer, jetzt habt ihr auch mal Steffi gehört. Ja, aber Sven, deine Wortwarten. Ja, aber die ganzen freundlichen... Die ganzen freundlichen Antworten muss ich als... ja. Eben. Ja, Steffi, du bist jetzt auf YouTube. Ach, du nimmst ja live auf, ne? Machst nicht beides? Nein, erst nee, nee, wir machen nur eine Folge auf für... Ja, ich weiß, das ist jetzt der Spielerei. Morgen. Wieso bist du eigentlich so leise, Mensch? Es hört sich an, als ob du ganz weit weg sitzt. Wer, ich? Ist es jetzt besser? Nee, nee. Bei mir schon. So, Leute, jetzt würde ich aber auch sagen, beenden wir die Folge erstmal. Oh ja. Ach nee, können wir gar nicht. Weil dann müssen, wir den Flashpoint, neu machen. Dann, na gut, dann wird die Folge halt eine halbe Stunde lang oder so. Dann musst du einmal Pause reinmachen und dann machst du weiter. Ne, passt schon. Ist ja halt ein bisschen länger. Lauf, Dicky, lauf! Bringt uns hier raus, los! Boah, ist der fett. Ja, aber auch elegant. Guck mal, da läuft ein Sis mit seinem Beinsklaven. Haustier. Nein, was denn? Geschafft. Wir sind sicher. Hausklaven. Das hätte niemand außer euch gekonnt. Hätte mir auch das Rüstung der stilvollen Tänzerin anziehen können. Lass mal bitte den Dialog hier. Der Passagiere und Crew des republikanischen Transporters Esselis. Danke. Es war mir eine Ehre, euch alle zu beschützen. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle verloren. Wir verdanken euch alles. Ich habe bei allen auf dem Schiff gesammelt. Hoffentlich könnt ihr mit diesen Credits anderen in Not helfen. So wie ihr uns gerettet habt. Bitte, behaltet die Credits. Ihr werdet sie dringender brauchen als ich. Das ist sehr großzügig von euch. Ich danke euch sehr. Botschafterin Asara, wie schön, dass auch ihr wohlbehalten zu uns zurückgekehrt seid. Wirklich? Ich denke, ihr seid überrascht, dass ich überhaupt hier bin, Haken. Ich weiß nicht, was ihr meint. Sicher bin ich froh, euch zu sehen. Wie kommt ihr nur darauf? Was ist denn hier los? Ihr versprach mir eine Belohnung, wenn ich sie auf dem Schiff lasse, Haken. Das muss ein Missverständnis sein. Ich würde nie würde ich so etwas tun. Danke für die Wahrheit und für alles, was ihr hier getan habt. Die Republik braucht Helden wie euch jetzt mehr als je zuvor.
Die Jedi sind immer da, wenn jemand in Not ist. Die Republik kann froh sein, auf euren Orden zählen zu können. Ich muss euch aber warnen. Groß Moff Kilran wird nie vergessen, was wir getan haben. Für seine Rache schreckt er von nichts zurück. Wie konntet ihr mir nur diesen Ärger einbrocken? Ich hatte nie die Absicht, euch oder andere da hineinzuziehen. Aber ich hatte Glück, dass ihr hier wart. Wir alle. Aber genug davon. Wir alle sollten uns nun entspannen und den Rest der Reise genießen. Danke nochmals. Und viel Glück für die Zukunft. So, lege am Navigationsterminal den Kurs des Schiffs fest. Auf nach Coruscant, Aragorn. Jo. Sensoren zeigen keine feindlichen Kontakte. Kurs nach Coruscant wieder aufnehmen. Ja, Coruscant oder Raumstation? Coruscant. User in your channel timed out. Und schon wieder ist der Sven rausgeflogen. So, ich würde sagen, hier beenden wir die Folge aber, oder? Jupp, hier beenden wir die Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffentlich hat es euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.